Macht das dort mit dem Reinhören. Ja, dann musst du dem Bescheid sagen, dass die dich entmuten sollen, weil sonst geht das nicht. Was? So, dann haben wir jetzt das letzte Spiel ums Halbfinale. Ich höre bei euch in die Teams rein. Könnt mich bitte alle entstürmen, auch Nikosch und so. Ich rufe Nico einfach an. Kann er nicht mal bitte ein Spiel rein? Stream läuft schon, ja. So, Stream ist drin. Warte, warte, Steiner, seiner Steiner. Muss ich eben noch anrufen. Lukas, hast du Bescheid gesagt, dass sie dich entmuten sollen? Ja, das dauert hier gerade. Steiner ignoriert das. Unmöglich. Oh Mann, Weil ey. ich glaube, Steiner ist Das schwul. ist schlimm auch. Na, Nicht das solche Kinder. Ausdrücke. Ich glaube, So. Steiner ist einfach nur gerade nicht ganz anwesend. Bitte alle Schon an Gansi komplett, ja, entstummen. komplett Steiner ignoriert. los. So. Bitte entstummen, Herr Steiner. Jetzt entspann dich mal. Vielleicht der Steiner noch Ja, scheißen. ich glaube auch. Naja, weil ich in euer verfluchtes Drecks-Judenteam in euer Team reinhöre. Nicht solche Ausdrücke. Das war echt Bitte. keine Absicht. So, let's Nein. go. Gut, Wir kann ich entschuldigen uns anfangen, an der Stelle für Lukas, der ist halt einfach Assi. ja. Ist leider so. Kann man auch nicht schön reden. Bei wem entschuldigt ihr euch? Ihr habt null Zuschauer. Zwei. Ja, die kommen Drei noch. Zuschauer jetzt. Das Also, bitte. Video hat morgen 72 Millionen Klicks Ja. wegen meinem Schluckauf. Ja, ich glaube auch. Und seinem Beleidigen. Schluck auf Dennis, Straußi und Beleidigungs Lukas am Kommentieren. So, alle drin? Vögel Ja. Lukas. Graub, BMW, Moin Husky, Viper, Nico, zuschauen. So, Directors Mode rein. Und dann geht's jetzt los. Dennis ist auch im Stream dabei, oder was? Ja, natürlich. Ja, Oh natürlich. Mann. Dann kannst du ein bisschen mit Kommentare lesen. So, vorweg Gleich die erste einmal. Torchance für die. Steiner ist meiner. Mein Gott. Wenn Steiner ist meiner, das gewinnt, sind sie sicher im Halbfinale. Und wenn aber Weichselbaum sie das gewinnt, dann geht es um die Tordifferenz, weil dann jedes Team einen Sieg und eine Niederlage hat. Und dann entscheidet das über Halbfinale und Ausscheiden. Ist also hier ein schönes Entscheidungsspiel. Und bis jetzt noch mit Schwierigkeiten, aber mit Chancen auf beiden Seiten auf jeden Fall. Ja, Viper wirkt da noch ein bisschen nervös. Ja. Also wie er da vorbeigesprungen ist gerade, das war nicht so schön. Oh, das war Schönes zum Glück. Ding von BMW. Dazu muss man sagen, dass der BMW kurzfristig bzw. gestern eingesprungen ist, weil uns der andere Member von Weichselbaumski leider verlassen hat. Aus War Philipp nicht schon beide raus? Teams bis jetzt keinen brillanten Start. Nee, das stimmt. Beide mit Chancen, auch viel Das ist Anspannung wie immer. und Der Kraup spielt zwar öfter mit dem BMW, aber die müssen sich erstmal oh, gute aufeinander Chance. Jetzt ganz knappes abstimmen. Ding. Knappes Der hat erst Ding. gegen den Ding Pfosten gefahren. ist das eigentliche Team von BMW denn schon raus? Das eigentliche Team vom BMW war doch das Team Dominus mit Marcel. Ach ja, Nico zum ja. zweiten Mal durch einen Backflip einen Und Fehler das gemacht, hat hätte das auch zum auch Tor hier führen können. bei Team Orange? Das hat ein sogenanntes Team Das Chaos ist schön jetzt rausgehauen. egal.
muss sagen, mir gefällt Kraups Wagen sehr gut. Mit seinen weißen Septims und seinem Heatwave. Schönes Ding von Und BMW. jetzt, ich Der höre mal wieder in sah die Teams rein. im ersten Moment so aus, als wäre er drin gewesen. Ah, schön Stark. immer getoucht von Philipp. War richtig. Ah, der war nicht so gut. Aber wenn er da jetzt nochmal ordentlich hinterkommt und den vielleicht drüber flickt. Ja, da hat Ah, Kraup ihn schön gefaked. ja, gut aussteigen lassen. Aber der Ball wieder Ja. gefährlich vor Blau. Aber irgendwie trauen sie sich nicht richtig hinzugehen, ja. Schönes Ding von Jonas, aber dann müssen sie jetzt auf jeden Fall zurück. Ja, Steiner ist meiner nicht im mein Team Angriff. Steiner als meiner rein. So, Kraup da vielleicht ein bisschen zu überhastet, hätte da vielleicht was machen können. Och, mach den doch, ja, wir wollen Tore sehen. Schöner Pass. Ja, gut Der Ball ist gedacht. immer noch gefährlich. Wenn er jetzt nochmal, da hätte er vielleicht den Fallrückzieher probieren müssen. Jetzt Open Net für Team Steiner ist meiner, aber Team BMW sei schon. BMW ist da. Bis jetzt ein sehr spannendes Spiel. Man sieht auf beiden Seiten Tormöglichkeiten. Ja. Und da wollte er den leicht Nico hier mal zurückpassen. wieder mit dem Backflip. Das dritte Mal. Wir haben Nico ist nicht ganz, ne, in der Runde. Ich bin noch echt gespannt. Also bis jetzt sehe ich keine großen Absprachefehler bei Team Weichselbaumski, aber es ist halt, denke ich mal, wird ganz interessant, wie die beiden harmonieren. Weil Jetzt wieder ein sah neuer schon zu Kraup. Teammate. Gerade eben hatten sie eine Chance, da war die hat die Absprache nicht ganz gestimmt, als sie Open Net hatten und Oh, einer nicht, jetzt die aber gute Chance. auch hier wieder mit Glück. Jetzt kann Steiner ist meiner mit Nico pushen. So, jetzt Open Net. Aber wichtiger Bump von Kraup. Kraup hat Philipp ist da jetzt alleine mit dem Ball vorne. Jetzt die Und Kontermöglichkeit, jetzt Viper Open mit Net dem auf die anderen Backflip. Seite. Oh, schön, der geht direkt in Richtung Tor. Und da ist Open das Net. Eigentor. Nein, kein Eigentor. Aber nicht? Nein, das war doch Nico. Ah, okay, entschuldigen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich Aber habe gerade auch beim Zuschauen, Nico sieht ganz schön gelb aus. auch, Ja, aber auch wegen dem sehr Handy. stark rausgespielt. Kraubband. Viper. Wie halt. Ich weiß nicht. Aber jetzt direkt das Gegenteil. Oh. Knappes Ding. Und kommt dann gar nicht so vor, nur noch 40 Sekunden zu spielen, weil das ganze Spiel sich halt irgendwie vor den Toren abgespielt hatte. Jetzt muss Team Weichselbaumski was Und machen, wird jetzt es das große Chance. Unentschieden? Ja. Ah, aber auch stark rausgespielt von Philipp. Schön geblockt da außen. Sehr gut. Und dann war Jonas schnell genug und hat den vor Nico Das rübergelegt. Tor bekommen. Gucken wir uns den Anschluss mal von oben an. Haben wir noch mal in die Teams rein, die jetzt da die Stimme ist. Wird wahrscheinlich ganz interessant jetzt in den letzten Sekunden, weil es ja für beide um alles geht. Ich denke mal, so ein Sieg im ersten Spiel ist ganz wichtig. Oh, Schönes Ding jetzt von noch mal die Jonas. Chance für Philipp und der macht das Ding. Das War, steht nee, dann war zum Philipp Schluss war's. 2:1. Sehr, sehr stark. Da wird sich Nico ärgern. Aber da Ja, kam aber Philipp auch Philipp macht das sehr Tor gut gut von der runter. Wand, kommt da runter. Ja. Sehr schön gemacht. Sehr stark. Lukas, du könntest vielleicht erzählen, was im Chat so erzählt wird, weil wir hören die ja nicht und damit das Team auch nicht. Ja, das möchte ich ja gleich. Nico hat sich darüber aufgeregt, kurz, dass er den Ball nicht bekommen hat. Und bei Team Weichselbaumski wurde sich gefreut, dass in den letzten Sekunden noch das Tor gefallen ist. Ja, das glaube Waren ich. sich dann, waren sich dann auch in den letzten 5 Sekunden ziemlich sicher, dass sie das Game noch gewinnen. Ja. Haben dann auch schon GG gesagt. Also Ihr so wie es müsst ihr noch aussieht. reindrücken, oder? Wenn das so Ergebnis notiert, bleibt, aber. was sagst du? Ergebnis notiert. Ja, Ergebnis notiert, 2-1. Ich Zur höre Zeit mal eben hier kurz in Steiner ist meiner rein, und zwar macht zu das. gucken, wie sich ins nächste Game reingeht. Zurzeit sieht es aus, als ob würde Anlauf statt Leitgeld weiterkommen, weil die natürlich mit ihrer unglaublichen Tordifferenz punkten.
Also wenn Ja, Weichselbaum die Serie gewinnt, Rico sagte gerade eben zu Kraut, dass sie jetzt auf jeden dann Fall sieht's gut aus. Gas geben wollen und anders spielen wollen. Wollen wir doch mal an, uns anschauen. Ja, der Kraut muss dem Nico einfach mal den Arsch versohlen und dann geht das. Das war schon mal ein starker Beginn. Ah, da stimmt die Abstimmung jetzt nicht. Beide gehen an die rechte Seite. Ist keiner vom Tor, um den Ball abzunehmen. Und Aber jetzt kommt oh, ein oh, Lenny. oh, oh. Aber der ist jetzt zu weit drauf. Auch gut. Stark gemacht von Nick. Ich hör mal kurz rein, was sie dazu sagen. Also da war jetzt, ging ja irgendwie gar nichts. Ja, Double Fail. Also Viper konnte da auch nicht mehr viel machen. Hat wahrscheinlich fest damit gerechnet, dass Philipp drin kommt. Ja. Ist der Husky einer von deinen Jungs, der hier zuguckt, oder? Nee. Die Oder ist das einer Weichselbaumski von. hat festgestellt, dass es an der Ist einer von Konzentration uns, aus gelegen haben unserer muss bei dem Gruppe? Tor, dass beide am Ball vorbeifliegen. Ich weiß ja nicht, wie Ja, die gut, alle das auf hält vom YouTube Kraut. heißen. Wie bitte? Ja, auf YouTube sind die Namen immer so ein bisschen Ich töte die beiden, wenn die verlieren. schwer Jetzt wieder stark rausgespielt von Nico. Boah, und da ist wieder so ein Ding im Bild. Ah, Dann der nehme ich die Ball mit dem Pasi. Ball. Mensch, Pasi. Ja, gut. Bin vom Black Ice jetzt nicht so schnell auf Husky gekommen. Tut mir leid. Der Pasi hat schon gesagt gerade, er tötet Team Die Weichselbaumski, wenn beiden, sie wenn sie verlieren. verlieren. Ich habe es Ja. auch gerade gehört. Aber da ist jetzt noch alles drin. Auf jeden Fall schon mal mehr Tore gefallen. Also nicht mehr, aber früher die Tore gefallen als gerade in dem Spiel. Wieder Ah, stark jetzt von aber Kraup. hier wieder von Nico spielt diese Runde auf jeden Fall besser. Und jetzt auch Aber Brett. Kraup hätte Ah. jetzt direkt Den Ball den nicht. Flick versuchen sollen, um das Ding nochmal hochzulegen vom Tor. Ja, hätte. Weil Nico jetzt Also hier ich mit dem weiß nicht, Fail und. was Nico da gerade rückwärts an der Wand machen wollte. Aber Der Nico auf jeden Aaron hat Fall jetzt während auch der Runde definitiv eingeschaltet. der Bessere. Also Nico Team in dem Anlauf Fall der dieser Flight Gill ist Hauptding jetzt am Start. erwischt. Oh, der könnte noch. Ah, da. Aber wie gesagt, Nico in dieser Runde Was auf ist jeden das Fall der denn? Bessere aus Team Steiner als meiner. Ja, zumindest effizienter. Ich meine, Kraupt arbeitet gut nach hinten. Ja, bei Kraut Nico merkt man kommt es schnell an die vielleicht nicht. Bälle. Jetzt haben sie sich gegenseitig gebannt. Und Schönes Ding von direkt der Jonas. Fehler von Kraupt. Er war mit Nico. Und direkt bestraft wieder. Ja. Aber wie gesagt, Team Anlauf der Gleitkill ist anwesend im Stream und die müssen natürlich auf Weichselbomski hoffen, weil sie dann halt eine relativ gute Chance haben, mit ihrer Tordifferenz weiterzukommen. Ja. Mal schauen. Oh, Kraut Mist. Kraup einmal vorbeigerollt, aber Jonas. Weiter wieder gut gebammt, aber Philipp übernimmt direkt. So, jetzt Könnte den jetzt gute schön von der Wand hauen. Chance, aber da hat er sein Auto nicht gleich ordentlich positioniert bekommen. Aber Jonas gut am Pushen. Der hätte BMW jetzt gehen müssen. Gut. Aber das war wichtig, dass Philipp da nochmal hingeht. Ja, da war auf jeden Fall auch die Aber auch Absprache hier ist da. mal wieder stark von Kraut gebannt. So, den kann er jetzt von der Wand nochmal weg. Oh, Oh, war Kraup, einfach Kraup, nett. Kraup. Das sah irgendwie Schön ganz komisch aus rausgeholt von gerade. Nico. Der ist irgendwie so durch ihn Ja, das war ein durchgeglitscht. Phantom Hit. Danke, Psyonix, dafür. Diese wunderhübsche Erfindung. Schönes Spiel. Aber hat nicht ganz Oh, und gereicht jetzt das Open jetzt. Net, aber ich Open glaube, Net. Philipp ist Aber der gerade. ginge so oder so vorbei. Jetzt Nico mit dem Backboard passen zu Kraup. Kraut zu weit weg. Aber der will das Ding safe machen, ja? Die wollen Ja, die den spielen einen nicht auf Torvorsprung Risiko. erhalten und dann im letzten Spiel mal alles Da muss geben. ich auch einfach mal überlegen, es ist nur ein Tor. Team Weichselbaumski muss jetzt mal einmal kurz reinkommen. Wir Ja. können das Game ein Tor machen und Ich meine, die schon geht's da in die haben im Verlängerung. vorherigen Spiel auch in den letzten 30 Sekunden ihre beiden Tore geschossen. Also. Man muss einfach mal überlegen jetzt so, das Team Weichselbaumski spielt zu sehr auf Airdrivel. Die wollen es zu sehr von oben versuchen. Ja, zum Schön machen statt effizient. Da haben sie Ja, sich nochmal genau. gerade sehr verändert. Da auch Linken gerade. Da Seite. hätte Jonas Auch das wieder viel ganz klarer früher Stellungsfehler.
von der Wand runterkommen müssen. Aber jetzt, Open Net blau. Wenn BMW das macht, ja, da ist das 2-2. Ganz entspannt. Also irgendwie. Ich nochmal aus der Sicht von Kraup ist hier ins Tor geflogen und konnte auch nichts mehr machen. Nee. Was ich jetzt gerade merke, also man auf einerseits will Team. Und jetzt wieder. Steiner als Meiner das sicher machen, aber andererseits sind sie irgendwie sehr offensiv. Jetzt die Kontermöglichkeit, aber Philipp. Osch, das war wichtig. Oh, Jonas, einmal vorbei, aber Philipp ist da. Und da war er zu schnell. Jetzt die Kontermöglichkeit. Jetzt wieder sehr offensiv. Aber Philipp ist wieder zurück. Da sind sie beide oben an der Wand und er liegt den wunderschön runter. Ganz stark von Philipp. Hätte er vielleicht Stein Nico lassen sollen, den Ball? Müssen in der Situation. Glaubt er ohne Chance, aus dem Ball irgendwas zu machen. Oh, jetzt Nico. Vielleicht noch mal? Nee. Sehr stark, aber Kraup ganz knapp. Ah, jetzt lese ich gerade erst. Steiner spielt hier nicht auf Risiko, versucht nicht schöne Tore zu machen, sondern immer direkt aufs Tor drauf. Ja. Und jetzt wird es hier in die Overtime gehen. Außer Nico hat jetzt noch zwei Tore. Was ich gerne nochmal vorlesen würde, habe ich jetzt erst gesehen, wir sind nervöser, als wenn wir selber spielen würden, kam von Pasi. Ja, das glaube ich, weil man es nicht selbst in der Hand hat. Starker Schuss von Kraup. Man hat es halt nicht selbst in der Hand und man muss auf andere hoffen, auf andere setzen. Und wenn Kraup denn da unglücklich getroffen hätte, wäre das fast ein Eigentor gewesen. Aber so... Ja, hat auch Glück, dass da keiner wartet am langen Posten. Ja. Aber jetzt... Oh, Kraup von Kraup. Kann sich da schön nochmal lang machen. Ja, aber die schwimmen. Also die sind gut am Schützen gerade. Jetzt der BMW ich wieder. Kraup hat keinen Boost, aber hat einen trotzdem irgendwie bekommen. Und jetzt. So, jetzt muss BMW da was machen. Ja, bei Nico habe ich zwischendurch das Gefühl, der geht dann in die Luftduelle. In Situation. Ah, das war jetzt gefährlich. Blöde Situation für Team A. Ja. Muss der machen. Wiper hat einfach zu schlecht, zu. Schönes Ding von Nico. Hat Standarddinger. Ja. Aber das hatte ich schon gesehen. Den hat er da in die Ecke gespielt und. Der war schon zu weit von der Wand weg, dass man den hätte ordentlich weghauen können. Damit geht Spiel 2 mit 3-2 in das Gewinnerteam rein. Ansteiner ist Meiner. Alles sehr auf Augenhöhe hier. Sind alle ready? Ich muss noch bereit drücken, Entschuldigung. Ja, mach mal. So, Entscheidungsspiel. Stimmung in Team Steiner als Meiner ist wirklich sehr gut. Deichselbaumski hat gerade gemerkt, dass es jetzt, die haben es erst realisiert, dann sieht es auch Steiner als Meiner da geschrieben. Also sie sind sich ziemlich sicher, das Ding jetzt zu holen. Ja, natürlich sind wahrscheinlich motiviert. Vielleicht ein bisschen früh, aber wir werden sehen. Sie dürfen einfach nicht wieder zwei frühe Tore fangen. Oh. Gut, das Viper da auch passt. Etwas. Gefährliches Ding. War gut vom BMW. Philipp Nico ist vorbei. Sehr, sehr unsicher. Auch da wieder trifft er nicht gut und das ermöglicht die Konterchance für Kraup. Ah, guter Bump, Nico aber muss ihn einfach nur noch halten. Das war böse. Ja. Und der Kraup hat gebumpt, hat er gut gemacht, hat einen Weg frei gemacht für Nico. Ja, super Aktion.
Muss man sich auch nicht für entschuldigen. Alles, was hier den Sieg bringt, ist erlaubt. Aber auch das wieder. Und jetzt? Ja, dadurch, dass wir beide hochsteigen, ist das Tor dann natürlich offen. Ne? Ganz, ganz stark rausgespielt. Ja, der war nicht so gut geklärt. Haben die falsch gebammt. Jeder kriegt was von mir, wenn ihr gewinnt, Wechselbomski. Das müsste man denen mal sagen, vielleicht strengen sie sich da mehr an. Ah, lieber nicht sagen. Von wie kriegen sie dann was? Von Aaron. Hat der Aaron gerade geschrieben. Ja, das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Schiebung. Aber BMW wirklich nicht ganz drin. In den ersten zwei Spielen sehr souverän gespielt und jetzt... Oh, und da ist der lange Ball. Und Nico mit dem Tor. Nächsten Tor. Also Nico ist echt der Goalgetter in dem Steiners Meiner. Ja. Auch wenn der Nico im ersten Spiel war nicht ganz da, zweites und drittes Spiel super gespielt. Ja. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Kann hat auch geschrieben, dass sie nervös sind, als wenn sie selber spielen. Ja. Und jetzt wieder. Tor von Kraub. War es das für Pascal? Oder kommt Team Wechselbomski nochmal zurück? Ja, der Pascal sitzt jetzt bestimmt am Stream und rauft sich die Haare. Wahrscheinlich. Ja. Kurz aber da ist noch. Sich, alles der rauft die Haare. Ja, er rauft seine Haare. Und jetzt kommt wieder super rausgespielt. Ja. Und da klaut er ihnen den Boost. Philipp somit keine Möglichkeit, einen guten Schuss abzugeben. Und Nico. Oh, Steiner da mit einem schönen Fake. Ich glaube, das war Absicht, dass er da über den Ball springt. Hab das gewollt. Ja, ich habe vorhin auch mit Steiner gespielt und der hat da ein paar Fakes rausgehauen. Also der hat sowas geübt. Und jetzt starker Schuss, aber sehr, sehr guter Save von Viper. Ja, aus Sicht von Steiner ist meiner ist jetzt wichtig, dass die Defensive steht. Wie ist das denn gelaufen? Ich weiß nicht, gibt es nochmal einen Bug. Auf Net-Situation. Ah, gut von Kraub. Aber Kraub kommt von hinten. Kraub steht mit dem Boost im Tor. Das kann ich. Dennis sehr stark. Ach. Oh. Knapp. Das wäre ein schönes Tor geworden. Ich glaube, es wäre echt ein schönes Play gewesen. Steiner. Und da die nächste Chance, aber nur zur Seite weg. Und Kraub wieder geblockt, jetzt Nico Open Net. Ja, damit ist die Sache durch, oder? Oh. Nee. Und auch so wäre sie nicht durch gewesen, denke ich. Alles machbar. Aber irgendwie sind sie in der Defensive sehr gut. Ich werde nochmal kurz im Team Weichselbaums gehören. Mach das. Wir werden gerade von Lex gesprochen, Jungs. Von Lex, ja. Ja. Also die Pins sind stabil. Ich wollte auch sagen, Pink sehen gut aus. Starker Save von Kraut. Ja, sehr wichtig. Ruckeln zwischendurch gehört ja leider dazu bei Rocket League. Also wenn wir hier Defensivspieler nennen könnten, dann würde ich auf jeden Fall... Aber BMW sieht das wirklich nicht ganz smooth aus. Nee. Der ist sehr unter Druck. Oh, sorry BMW, ich dachte, ich habe euch schon wieder gestoppt. Ja, auch da die Stimmung gerade eher weniger gut. Würde ich wiederum aufgeregt, dass das Team Steiner ist meiner momentan jeden Ball hält. Oh, jetzt die Chance. Wenn er den gut trifft, schade. Schade. Hätte er da den Haarflip noch ein bisschen näher Richtung Ball gebracht, dann ist der geklingelt. Jetzt sind wir schon bei 45 Sekunden, also. Hätte da geklingelt wie Postboten. Die klingeln nämlich auch. Und Kraub wieder, also was die gerade hier defensiv leisten, ist bemerkenswert.
Die erste Sahne. Das ist echt unglaublich. Also Team Weißbaum ist am Drücker, aber... Aber ich finde die Kameraeinstellungen immer ganz... Wenn ihr euch zum Beispiel mal eine Wiper anguckt und dann dagegen eine BMW... Die spielen komplett anders, ja. Das ist jetzt alles noch Zeit. Ja, bei Viper sieht das fast nach den Standard Rocket League Einstellungen aus. Ja. So, damit ist das Ganze gelaufen. Da gab es jetzt noch fast den die Versilderung. Ja, damit ist Steiner aus meiner weiter, oder? Damit ist Steiner aus meiner weiter. Wir werden gleich wieder den Siegeschrei von Nico hören. Hundertprozentig. Ja, der soll uns mal führen, wie und Viper hat direkt das Spiel verlassen, nehmen wir auch. Ich glaube, Nico. Ja, Wonne, ich. Mädchen, wenn jetzt der Pascal dazu sagt. Du. Hallo? Du musst hier stumm. Ich höre dich. Hallo? Ja, ja, ihr Lappen, Alter. Geht einfach weiter, wenn man nichts macht. Gut. Das ist aber dann... wieder wie immer, Alter. Erstes Spiel gewonnen und die anderen zwei verloren. Die ganze Zeit in der Gruppenphase. Dann ist damit Spiel gewonnen, falsch. Anderen beiden verloren. In meinem Team Chaos ist das nämlich immer genau andersrum. Ja, das stimmt. Das ist jetzt Halbfinale für Steiner ist meiner. Ja, Steiner ist meiner ist weiter. Steiner ist meiner ist weiter. Pascal ist damit raus, hä? Richtig? Und damit ist der Pascal und der Aaron sind raus. Tschüss, Kalli. Und das eigentlich nur wegen dem. Und das. Eigentlich nur wegen der unnötigen Niederlage von Anlauf statt Ledge gegen Steiner ist meiner. Dann lege ich noch quer, Alter. Aber ich finde es ehrlich gesagt echt schade, weil, also nicht dass ich Steiner ist meiner das Weiterkommen nicht gönne, aber ich hätte gerne gegen Pascal gespielt. Ja. Wahnsinnig. Das stimmt. Ja. Genau, Gleitgel hätte durch die Tordifferenz weiterkommen können, wenn. Ja, hätten sie auch. Also, Weichselbomski hat eine Tordifferenz von. Minus 9. Steiner Mann hat eine von 0. Und Anderstadt Leitge hat eine von plus 9. Also, ich speichere das Ganze jetzt. Spiele? Der Husky hat gerade schon gesagt, also der Pascal, wenn die ins Finale kommen, höre ich auf Rocket League zu spielen. Jeder hat es gelesen, ja, jeder weiß Bescheid. Gut, dann war es jetzt mit dem Stream. Und Glückwunsch an Steiner ist meiner. Damit sind die Halbfinalkandidaten Steiner ist meiner, Pink Proofs, die Boost Junkies und Team Chaos. Das Halbfinale, das lose ich heute Abend noch aus. Macht das aber so, dass nicht Gruppe C gegen Gruppe C spielen kann. Also Steiner ist meiner gegen Pink Proofs, weil das war ja, ist ja bei Weltmeisterschaften und so weiter auch so. Und deswegen. Wird dann ein Team aus Gruppe C entweder gegen Gruppe A oder Gruppe B spielen und das andere dann halt gegen die andere Gruppe. Gut, dann schön. Verabschieden wir uns heute. Abverschieden.